lange Sorgen gemacht, bis zu ihrem Tod. Man kannte mich schon längst als Schriftsteller und meine Mutter wartete immer noch darauf, was ihr der Arzt gesagt hat, da wird irgendetwas zurückbleiben, da müssen Sie sich drauf einstellen, etwas Geistiges oder etwas Körperliches. Sie hat mir meine Erfolge nie geglaubt und sie hat mir nie getraut. Sie hat mich geliebt, aber getraut hat sie mir nie. Immer Angst gehabt, da könnte dann doch noch etwas schief gehen. Auch ein bisschen schwierig, die Sache mit der Nase, mit meinem nasalen Reden. Da wurde ich natürlich ausgehänselt, ausgelacht. Und wieder meine Mutter, mit der ich dann mal zu einem Nasen-Ohren-Spezialist ging, und der hat das angeschaut und hat gesagt, das ist eine kleine Sache. Das kann man operieren. Und ich habe mich sehr gefreut. Ich werde dann übernächste Woche auf den Pausenplatz kommen und sprechen wie die anderen. 3 Tage vor dieser Operation hat die Mutter gesagt, ich mache das nicht. Und dann hat sie gesagt, dann gehst du das dem Arzt aber selber sagen. Und ich habe ihm gesagt, ich will das nicht machen. Er sagte, warum, hast du Angst? Nein, ich habe überhaupt keine Angst. Aber das ist meine Stimme. Ich will die behalten. Und dann hat der Arzt gesagt, du bist ein gescheiter Bub. Peter Bixel ist ein junger Lehrer im solothurnischen Zuchwil. Er trat vor 2 Jahren mit einem Schlag ins Licht der literarischen Öffentlichkeit, ein 48 Seiten schmales Büchlein unter dem Titel Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen. Der Milchmann schrieb auf einen Zettel, heute keine Butter mehr. Leider. Frau Blum las den Zettel und rechnete zusammen, schüttelte den Kopf und rechnete noch einmal. Dann schrieb sie 2 Liter, 100 Gramm Butter. Sie hatten gestern keine Butter und berechneten sie mir gleichwohl. Am anderen Tag schrieb der Milchmann Entschuldigung. Ich wollte anfänglich das Idyllische aufzeigen. Ich wollte zeigen, dass eine einsame Frau auch lebt, dass sie ein Leben hat, dass sie ein Recht hat auf dieses Leben, Freude hat an diesem Leben. Ich wollte zeigen, dass es für Frau Blum einen Milchmann gibt und für den Milchmann eine Frau Blum gibt. Und durch die Arbeit, zu meiner eigenen Überraschung, ist es dann so gekommen, auch mich hat es während der Arbeit oft erschreckt, dass mir diese Idylle dann plötzlich weggewachsen ist, dass sie plötzlich etwas anderes geworden ist. Seit der Walter Verlag ein Buch von mir gedruckt hat, verlangen die Leute von mir eine Biografie. Aber ich habe noch keine. Darin müsste vielleicht auch stehen, dass ich verheiratet bin und dass ich 2 Kinder habe, Christa und Matthias. Gut, auch ich habe mir das etwas anders vorgestellt. Ich glaubte, ein Abenteurer zu werden und irgendwo, vielleicht unter einer Brücke in Paris, als Clochard zu enden. Die Leute sagen, man sehe mir den Lehrer nicht an. Das freut mich. Ich möchte nicht, dass man mir was ansieht. Ich möchte auch nicht aussehen wie ein Schriftsteller. Aber wie sehen die denn aus? Ich bin sehr gerne in die Schule gegangen als Lehrer. Ich habe meine Schüler in den Ferien vermisst. Sie waren verunsicherte Schüler. Ich war ein junger, verunsicherter Lehrer.
Und ich hatte nach jeden Ferien, nach 3 Wochen Ferien oder nach 5 Wochen Ferien, hatte ich grässliches Lampenfieber. Und ich wollte nicht vor ihnen scheitern. Und nicht vor ihnen scheitern wollen, das heißt sie ernst nehmen. Einer, der nur Macht ausübt, dem ist es Wurst, wenn er scheitert. Er hatte die Macht. Ich würde mich jetzt sehr aufregen, wenn dieser Zug plötzlich die Richtung ändern würde und anderswo hinfahren. Die Vorstellung ist zwar lustig, dass Züge irgendwo hinfahren. Ich habe mich jetzt mal entschlossen und ich möchte genau um so und so in Paris, Gare de l'Est, ankommen. Meine Kollegen da auf dem Pausenplatz, die haben mich angeschnauzt und gesagt,